Begrüßen wir jetzt, ich glaube wirklich fast in vollständiger Frau- und Mannstärke. Fehlt irgendjemand jetzt eigentlich von euch oder seid ihr vollumfänglich angetreten? Es fehlen noch ein, zwei. Es fehlen noch welche. Schon frenetisch, völlig zu Recht gefeiert, das Shownotes-Team. Und sie werden uns jetzt liefern einen Überraschungsvortrag. Wir sind gespannt. Morgen. Erstmal, Farb sagt irgendwem Shownotes nichts. Ja. Okay, dann kann ich mir Erklärung sparen. Hm? Einer? Wo? Wo? Hier. Audio-Files kann man nicht gut durchsuchen. Wenn man da Text dazu schreibt und den Text auch noch mit der richtigen Zeit verknüpft, dann kann man es besser durchsuchen. Und dann kann man auch noch viele andere lustige Scherze bauen, wie das Prediction-Zeug von Mobile Max und ja, Zeug. Also, worum es eigentlich geht, ist, das Ding kennen sicher viele von euch. Das Showpad, das habe ich vor so eineinhalb Jahren oder was geschrieben, damit das Shownotes-Schreiben bei Live-Sendungen ein bisschen komfortabler geht als mit dem Pirate-Pad von vor drei Jahren oder vier. Das ist zwar ganz nett, hat aber ein paar Macken. Zum Beispiel ist es halt nur zum Mitschreiben gut. Das heißt, wenn man irgendwas veröffentlichen will, geht das damit nicht. Deswegen, es gibt halt komplementär dazu noch die Hauptseite von Shownotes, die schaut ungefähr so aus. Und die ist aber eine einfache statische HTML-Seite, die in letzter Zeit vom Hack generiert wird, der super mega toll ist. Nur leider ist es halt ein Bash-Script und das generiert HTML-Dateien und das geht zwar, aber ich glaube, das geht noch besser. Und deswegen haben wir uns hingesetzt in den letzten Wochen und haben mal alles neu gemacht. Kai hat das Design gemacht, ich habe das die ganze Programmierung dahinter gemacht. Und komm mit. So, das schaut ungefähr so aus. Nämlich, ist das nicht im Fullscreen? Im Prinzip, was wir jetzt gemacht haben, ist diese zwei Teile, die wir gehabt haben, also einerseits das Showpad, was fürs Editieren zuständig ist, und die Veröffentlichung von dem Ganzen in eine Plattform zu gießen und das Ganze auch ordentlich durchsuchbar zu machen. Dann hat man hier seine ganzen Podcasts, zum Beispiel, was haben wir da? Datenkanal. Gehen wir zu Einschlafen. Da gibt es schön viel. Wenn ihr findet, wo ist er? Alphabet. So. Beim Einschlafen-Podcast gibt es da schön viel zum Anschauen. So, also im Prinzip, was das Ding tut, es ist eine komplette Datenbank, die bei kleineren Auflösungen noch ein bisschen spinnt, mit allen Shownotes, die wir bis jetzt so geschrieben haben und allen, die wir noch schreiben werden. Oder die irgendwelche von euren Hörern noch schreiben werden. Und und im Prinzip, wie das Ganze abläuft, ist, einerseits gibt es die ganzen Live-Podcasts aus der Hörsuppe. Die sind hier da aufgelistet. Also zum Beispiel heute sind die Quasselstrippen, also waren die Quasselstrippen. Und das gab es schon im Showpad. Was jetzt aber auch neu ist, man kann jetzt zu irgendeinem Podcast noch Shownotes dazu schreiben. Das heißt, früher war halt der normale Workflow, dass man war halt der normale Workflow, dass man bei uns fragt, ob man ein Pad haben kann und was nehmen wir denn? Nein, quasi Stück ist da. Zum Beispiel ein CAE. Die 1447. Wieso auch nicht? Da kann man sich halt hier ganz einfach zu einem Podcast, der in der Datenbank ist, wenn nicht, dann legen wir das schnell an, ein Pad erstellen. Und da ist jetzt im Prinzip ein bisschen umgebastelt das normale Showpad-Setup. Mit dem Etherpad, das alle kennen, gibt es da noch eine Anleitung dazu, die online geht. Das ist im Prinzip das Ding, das wir die letzten paar Wochen entwickelt haben. Da gibt es noch ein paar statische Seiten dazu und so weiter. Was auch interessant ist, wenn man nämlich diese ganzen wunderbaren Shownotes in der Datenbank hat, kann man damit echt viel Schabernack treiben. Zum Beispiel haben wir so sind wir draufgekommen, wir haben so knappe 1000 Dokumente mittlerweile in 80 Podcasts. Das sind halt dann so 120.000 Zeilen oder 700.000 Wörter, ganze Menge. Und so das Maximum in Not Safe for Work 63. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber da haben sich 12 Shownoter zusammengefunden, die ja alle Shownotes geschrieben haben. Das Maximum der Podcaster war natürlich die Sondersendung mit am Kongress, war es 8, 9, Kongress, ja, mit einem Haufen Gästen. Dann gibt es noch einen kleinen Punkt, was zusammenhängt mit dem, was Tim noch gesagt hat.
Nämlich OSF ist so ein bisschen standardisiert, also unser Format, in dem wir da mitschreiben, ist so ein bisschen standardisiert. Das führt dann dazu, dass da für die Sendungstitelvorschläge gibt es dann so 3 Bezeichnungen oder 4. Und ja, das ist halt das, was wir noch zusammen mit Tim jetzt ein bisschen besser hinbekommen wollen, zusammen mit dem neuen Plugin. Im Prinzip, von dem, was ich reden wollte, warst du schon. Fragen, Beschwerden, Anregungen. Mika? Kommt. Entschuldigung. Es gibt noch es gibt noch diesen Online-Editor da von mir. Und der Mika hat gefragt, ob man den dann da auch einbauen könnte. Eine bisschen eine weitere Version von dem kommt da auf jeden Fall rein. Ja, sonst? Gefällt's euch? Ja, dahin. Ja? Ich habe jetzt nicht so eine Community, die mir schon dort schreiben, aber wenn ich meine Sendungsvorbereitung damit mache, kann ich mich einfach dann hinterher parken für die Vorbereitung? Ja. Also, Entschuldigung, wenn man keine Community hat, die Shownotes-Fan schreibt, ob man dann einfach seine Sendungsvorbereitungen nehmen kann und die dann als Shownotes veröffentlichen, das geht natürlich auch. Ja, also das Spannende ist bei Shownotes sind eben die Zeitstempel, dass man halt weiß, dass zu der Zeit irgendwas passiert ist, nicht irgendwann im Podcast wurde das gesagt, das ist dann, ist zwar auch cool, aber, ja, übertreiben brauchen wir es nicht. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch aber eines der allgemeinen Probleme, dass viele Leute eben keine Community haben oder vielleicht auch 1-2 Leute reichen ja in der Regel, die Shownotes schreiben. Ja, mit dieser neuen Plattform wollen wir da eben auch ein Stück weitergehen und noch mehr Leute ansprechen und die Podcaster an sich, also ihr seid natürlich auch sehr dazu angeregt, eure eigenen Leute, eure eigenen Hörer zu mobilisieren. Ja, das ist halt ein sehr großes Problem, so eigentlich eines der größten Probleme, dass man die Leute überhaupt erstmal finden muss. Und wir würden euch auch gerne bitten einfach, dass ihr euch da vielleicht ein bisschen mehr auf eure Hörer eingeht und vielleicht, weiß ich nicht, ihr könnt sie auch dann erwähnen, ihre Flatter-Buttons reinschicken oder was weiß ich, Gewinnspiele vielleicht so irgendwie einmal im Jahr oder von mir aus auch im Monat von ich verlose irgendwie das und das für unter irgendwie allen Shownotern, damit da einfach mal so ein bisschen Motivation entsteht. Und man kann auch suchen jetzt. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, ist im Zeitplan eh hinten, dann räumen wir das Feld wieder. Eine gibt es noch. Die Frage war eben, wenn sich die Shownote jetzt hier eintragen, die Shownote können sich eintragen, dass sie da mitgearbeitet haben bei dem Dokument und es wäre eben interessant, die dann als Kontributoren auch im Plugin einzutragen. Tim? Ja, oder? Geht. Sollte man hinbekommen. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, wie du es gerne hättest. Grundsätzlich wollen wir schon die Shownotes mit dem Publisher mehr verheiraten. Das ist aber eine sehr knifflige Geschichte, was im Wesentlichen damit zu tun hat, dass das hier so ein verhältnismäßig loses Datenformat ist, dadurch, dass das so roh eingegeben wird, dass da eben häufig auch irgendwie Fehler sind und Zuordnung nicht so eindeutig ist. Ich meine, du kannst ja jetzt die Kontributoren schon, du hättest das gerne automatisch, ja, also dass irgendwas in den Shownotes steht, das dann wir automatisch. Wir haben aber jetzt, also die, wenn wir da eins aufmachen, die Shownote sich da eintragen, die tragen sich halt nicht mehr einfach nur mit Freitext ein, sondern die sagen wirklich mit ihrem User-Account hier, ich habe jetzt hier mitgearbeitet, das heißt, wir hätten
also ja. immerhin auf der Plattform gibt es schon mal eine eindeutige Idee, dass du die wiederfindest. Wir müssen da mal drüber reden. Ja. Es gibt ein Feature in den Kontributoren, was wahrscheinlich niemand so richtig verstanden hat. Das ist dieses Feld, da steht so URI. Ja, das ist eigentlich die Idee, dass man eben für eine Person eine eindeutige Zeichenkette da einträgt. Ja, URI heißt ja im Prinzip, es kann alles Mögliche sein. Was weiß ich, wenn du eine Homepage hast, so, dann, was weiß ich, http://timprittlaff.org wäre halt ich. Ja, und überall in anderen Podcasts, wo ich als Kontributor erfasst bin, sollte dann eben auch dieser String erfasst werden. Und das wäre dann so ein bisschen der Schlüssel, worüber könnte man, also man könnte natürlich auch so einen Twitter-Nick nehmen, so eine URL. Das kann aber, das muss man mal sehen, was wir da am besten machen, weil dann immer mit HTTP, HTTPS, das ist dann nicht das Gleiche. Also es muss wirklich exakt genau dieser eine String sein. Und da müssen wir mal drüber reden, wie wir das vielleicht am elegantesten hinbekommen. Aber so richtig versprechen mag ich es jetzt gerade noch nicht. Da müssen wir erstmal drüber diskutieren. Wollen wir vielleicht einfach noch ein Mikrofon in den Raum geben? Alles außer die vier ist gut. Und bitte, wenn ihr eine Frage habt, kommt doch einfach bitte hier zu Ralf. Ja? Ja, was ich da nochmal dazu sagen wollte, also die neue Seite ist unter anderem auch genau deswegen entstanden, weil wir eben das Problem hatten, dass die Shownotes fehlerhaft waren und so. Ich weiß nicht, ob Luto, kannst du uns mal zeigen, dass es gibt jetzt halt bei der neuen Seite sowas wie validierte Versionen. Also sprich, es gibt die Live-Shownotes, die jeder ändern kann, und es gibt halt auch die für Sichtung beantragten, die unveröffentlichten. Und man kann halt eine Version im Prinzip validieren lassen. Das heißt, die Version ist dann fest. Bitte? Ja, im Wesentlichen wie in der Wikipedia, aber das geht im Wesentlichen nur darum, dass man sagen kann, hey, ich bin fertig, ich hätte jetzt gerne diese Version auch auf der Shownotes-Seite, und dann wird das halt einfach nur angeklickt im Pad, und dann wird die quasi gepasst, auf Fehler untersucht und erscheint dann auf der Webseite, und man kann natürlich dann auch die fertige Version dann abrufen von dem Portlove-Plugin zum Beispiel. Könnt ihr das mal zeigen, wie das aussieht, diese Sichtung? Weil das ist vor allem ja, also wenn ich das richtig verstehe, ist das nur die Sichtung, die dann dazu führt, dass es bei euch auf der Webseite angezeigt wird. Es wäre eigentlich sehr schön, wenn das auch irgendwie in der API mit drin wäre, weil ich ist natürlich drin. Genau, ist drin. Also ich sag's jetzt einfach mal nur so, wie ich mir das, ich habe immer das Problem, ich würde es halt gerne irgendwie auch nochmal für mich sichten, weil häufig sind halt auch einfach blöde Fehler drin. Ja, was weiß ich, so ein Zitat, Person X sagt das, und dann ist halt irgendwie genau ein Faktum verdreht und genau das Gegenteil, und dann kommen auf einmal irgendwie Kommentare dazu und ich so, was, wie, wovon redet ihr überhaupt? Und wenn man das eben sozusagen machen könnte, dass der Podcaster selber quasi diese Sichtung vornimmt, und das nur, was halt da auch abgehakt wurde, am Ende in so einen Import automatisch reinkommt. Diese Sichtungsaufgabe, also wir wollen allgemein ein bisschen weg von dieser Shownoter-Gruppe, die halt Shownoter schreibt, sondern mehr in Richtung, wir haben halt irgendwie die Software hingestellt und helfen euch, aber Shownotes müsst ihr auch selber schreiben. Das heißt, was das Ding jetzt auch kann, ist, dass man einzelnen Usern die Rechte gibt, dass sie einen einzelnen Podcast sichten können. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn du einen Account hast du wahrscheinlich? Hast du. Habe ich. Die ganzen Showpad-Accounts sind natürlich auch drin. Das heißt, die sind alle migriert. Die alten. Ja. Ja. Dann könnte man halt dem Account zum Beispiel die Rechte geben, dass er CAE, Mobile Max und 100 und 100.000 andere Podcasts auch noch sichten kann. Einfach alle, ja. Ja, alle. Ja. Wenn Metaebene drin vorkommt, dann... Okay. Könntest ja vielleicht mal zeigen, was wir da an der API so anbieten können mittlerweile, oder was kommen soll, was geplant ist. Wie ging die URL? Was habe ich vorgestellt? Du hast das auf GitHub gestellt. Blödsinn. Da gibt es ja... Nein. Na, was meinst du, Drake? Erkläre. Auf GitHub gibt es doch eine API, wo wir mal angegeben haben, was man alles abfragen kann über den AMQP-Server zum Beispiel. Einfach mal so als Beispiel, was es da so für Daten gibt. Komme ich aber jetzt nicht dran, weil das noch ein privates Repo ist. Okay, ist falscher Rechner, okay. Ja, es gibt dort halt, wir haben im Wesentlichen ein Messaging-System dahinter laufen, der macht also unsere Chat-Nachrichten global verfügbar.
Es ist dann auch möglich, zwischen IRC oder Jabber oder so auch auf der Seite zu chatten. Und das global. Und da werden aber auch weitere Meldungen geschickt. Also ein User hat sich eingeloggt, kann man theoretisch abfragen, ob eine Beantragung stattgefunden hat. Und all sowas kann man dann über diese API abfragen und als Notification beliebig auswerten, theoretisch, wenn man den Zugriff auf die API kriegt, vorausgesetzt. Habt ihr auch eine Kopplung mit IRC, also mit dem Chat irgendwie, dass man sozusagen direkt aus dem Chat heraus so einen Eintrag im Pad machen könnte oder irgendwie sowas? Schwierig. Sobald wir das Etherpad loswerden, ja. Und das wollt ihr loswerden? Ja, seit 2 Jahren. Ja. Nein, es ist alles nicht so leicht, weil das Etherpad ist halt ein Ärger, sagen wir es so. Und das Ding ersetzen ist aber auch nicht so trivial. Ich habe es einmal probiert mit dem Shownotes-Editor, der kommt mit live, aber nicht so klar. Ich muss das irgendwann mal neu machen. Ihr könntet mal... fällt mir gerade ein zu dieser Frage mit dieser URI, also mit der Identifikation. Ihr könnt ja im Prinzip aus eurer Profil-URL. Wie ist die URL jetzt für einen User? Genau, sowas. Das wäre zum Beispiel schon mal eine URI, die könnte man halt nehmen. Also vielleicht nicht gerade Admin, aber halt der Username auf Pet Shownotes ES, das wäre sozusagen etwas, was man eintragen kann. Das wäre schon mal eine gute Basis, um das dann mit dem... Also es ist dann noch nicht automatisch, aber das wäre zumindest schon mal so ein Ansatz, dass man sagt, man trägt das ein. Und ich weiß nicht, dass die Leute, ihr könntet das ja auch dann automatisch hinzufügen. Ihr wisst auch, wer hat mitgeschrieben oder wisst ihr nur deshalb, wer mitgeschrieben hat, weil die Leute da oben in den Header eingetragen werden? Wie gesagt, gibt es da oben jetzt einen Button, wenn die Seite lädt. Hallo? Gibt es da oben jetzt einen Button? Nein, du bist gerade kaputt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und warum Sie nichts sehen, werden Sie gleich sehen. Warum Sie nichts sehen, werde ich... Alles gut. Ja, schaut so aus. Ach, du meinst dieses als Helfer austragen, Ja, antragen. Als Helfer austragen, als Helfer eintragen. Okay, das heißt, ihr habt in der Datenbank wirklich die Information, Person X war dabei. Genau, und dann, wenn ihr das dann noch automatisch in so einen Header einbaut, vielleicht in einen neuen, und dann eben nicht hier dieses twitter.com tralala, eintragt, sondern eben die Profil-URL quasi als URI, dann sind wir schon 2 Schritte weiter. Also man muss jetzt dazu sagen, was wir jetzt da sehen, sind die gepassten Pads aus dem alten System. Die sind noch nicht noch komplett überarbeitet. Die Seite ist quasi seit heute oder gestern Abend online. Und das ist noch nicht so, wie es dann aussehen soll. Also das ist noch nicht wirklich hundertprozentig fertig. Was? Es sind halt alte Pads drin. Man sieht, dass der Header oben noch drin ist zum Beispiel. Das soll eigentlich gar nicht mehr sein. Deswegen haben wir oben die ganzen Buttons. Das soll halt den Header ersetzen im Wesentlichen. Okay, aber im Export werden dann entsprechend im Header generiert. Im Export kommt der Header, ja. Ja, dann können wir dann auch mit diesem /Header vielleicht mal aufhören und so. Auch die ganzen Links, so Episodenseite, Webseite des Podcasts, das kann man sich ja alles über die Hörsuppen-API ziehen. So haben wir es jetzt zumindest gemacht. Das ist auch alles fest in der Datenbank hinterlegt. Also man kann halt einen Podcast anlegen zu einer Episode und... Ja, dann ist das auch vernünftig hintereinander verlinkt und die Episoden und jede einzelne Shownotes-Seite sogar, glaube ich, ne, liegt in der Datenbank zu einer Episode. Also jede Episode, jede Zeile ist da drin. Man kann halt theoretisch auf jede Zeile zugreifen, einzeln. Ja. Also das ist jetzt nicht nur theoretisch, das macht zum Beispiel die Suche. Ja. Also es ist jetzt halt wirklich eine richtige Datenbank dahinter und man kann da jetzt echt viel mitmachen. Ja. Also Beispiel wäre jetzt auch, was Luto vorhin angedeutet hatte, man könnte jetzt eben durch diese ganze Datenbanksache richtig Semantik draufwerfen und dann mal gucken, welcher Podcast hat hier mit welchem zu tun, was wurde wann wo erwähnt, zu welcher Zeit, zu welcher Minute, von welcher Person. Und welche Person hat es geschrieben, theoretisch auch, aber das ist noch nicht drin. Also es geht halt viel. Aber wir brauchen Zeit. Noch Fragen? Wird es in Zukunft oder gibt es das vielleicht auch schon die Möglichkeit geben, innerhalb von WordPress auch in euren Shownotes zu suchen? Dass man also einfach, wenn man oben in der WordPress-Suche mal einen Begriff eingibt, dass der dann auch das aus den Shownotes findet? Tim hat es repariert. Nee, Alex hat es repariert. Also Alex, ja, Entschuldigung. Der nicht hier ist. Also das von mir vorhin schon erwähnte neue Shownotes-Plugin, was noch nicht veröffentlicht ist, kann das. Also da ist das alles gefixt. Wir haben da einen neuen Parser drin, nochmal Verifizierung, pipapo, noch ein paar andere kleinere Sachen. Und es ist deutlich stabiler und vor allem erlaubt es jetzt die Suche und das funktioniert jetzt auch richtig. Coming soon. Ja. Habt ihr noch was? Okay, ansonsten vielen Dank.
Shownotes. Ja, danke. Wir möchten uns auch nochmal ganz kurz bei Sven für unser tolles neues Logo bedanken. Und bei Easy von der Hörsuppe für einen riesen Haufen Daten und eine geile API.